Lialo, heute mal etwas grundsätzlich zur Shell. Ne? Ich habe mich ein bisschen mit der Shell beschäftigt. Und wir wollen mal gucken, was sich da so rausklamüsert hat. Ich bin hier unter Linux Mint, was ich gerade mal eben zeige. Minus A. Linux Mint könnte auch Ubuntu sein oder Debian, ist eigentlich egal. Es geht heute um die Shells. Ne? Ich habe hier ein Terminal gestartet, so eine Konsole. Ne? Könnte auch direkt auf TTY1 oder so sein mit Steuerung Alt F1. In so einem Fenster kennen, wo der Cursor blinkt. Und da hat man sich gefragt, oder ich mich zumindest, bin ich überhaupt in der Bash? Ne? Bin ich in der Bash? Jetzt könnte man meinen, mit Echo Dollar Shell wäre die Frage beantwortet. Ne? Bin in Bash. Ne? Also Binaries, ausführbare Programme, Bash ist in der Umgebungsvariable Shell hinterlegt. Also müsste dies der Bash sein. Ja, ist es auch. Aber das ist nicht der Weisheit letzter Schluss, wie ich mir habe sagen lassen. Ich könnte ja auch, ne, das Terminal könnte ja auch so sein, das ist ein anderes Programm, das ist ein anderes Terminal, das ist eine ganz andere Shell benutzt. Ne? Das provozieren wir jetzt mal mit SH. Ne? Also ich bin jetzt auf der, ja, auf dem Programm SH, was auch eine Shell ist. SH ist übrigens verknüpft mit der Dash, nicht mit der Bash. Ne? Wenn ich mir jetzt also Echo, ne, und jetzt die Shell ausgeben lasse, müsste der doch jetzt sagen, ich bin SH oder ich bin Bash. Ne? Nö, macht er nicht. Der sagt dann immer noch den Pfad, bin Bash. Das ist also die Shell, die beim Login aktiv war. Ne? Also Exit, ne? Das bringt nichts. Was bringt denn er was? Echo, ne? Dollar 0, da sehe ich Bash. Das ist im Prinzip genommen, ich vereinfache das mal so. In Programmiersprachen kennt man, dass man den Parameter Nummer 0 auslesen kann, nämlich den Pfad, mit dem das eigentliche Programm ausgerufen worden ist. Ne, hier in dem Fall die Bash. Ja. Sehen wir mal, wenn wir jetzt SH starten, also eigentlich die Dash genauer gesagt, und noch Echo und Dollar 0, dann ist das der Pfad, mit dem das Programm aufgerufen worden ist, oder der Übergabeparameter in dem Fall. SH, ne? Dann können wir zum Beispiel sehen, ne? Zumindest von der Konsole aus. Das geht aber nicht immer. Brauchen wir na, nu, nee, na, no. Test.sh. Jetzt machen wir uns mal ein Shell-Skript. Ja, Shell-Skript. Das nennen wir Test.sh. Und sagen wir mal, hier oben kommt ja immer noch so ein Shebang. Sagen wir mal, bin SH. Ich sage auch definitiv, es soll die Shell aufgerufen werden. Ja, da dieses Shell-Skript soll definitiv mit der Shell aufgerufen werden, die im Pfad bin SH verknüpft ist. Hier in dem Fall ist es die Dash übrigens und nicht SH. Gut, hier lege ich also definitiv fest, das muss jetzt unbedingt mit SH gestartet werden. Und wenn ich dann in diesem Skript Echo, ja, Dollar 0 schreibe, dann kommt als Rückgabeergebnis halt nicht SH raus, sondern quasi, weil hier dieses Skript einen anderen Übergabepfad hat, ne, dann wird nämlich der Pfad zur Datei angezeigt. Das wollte ich nur kurz zeigen. Verwirrend? Ja, das wird noch besser. Steuern X. chmod, jetzt mache ich dieses Shell-Skript erstmal ausführbar, muss ich machen, sonst läuft es nicht. So, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Also ich bin noch in der Bash. Starte ein Shell-Skript, lege definitiv fest, dass dieses Shell-Skript namens Test.sh mit dem Programm bin sh gestartet wird, was nichts anderes ist als die Dash und nicht die Bash. Und soll dann mal ausgeben. Wo bin ich denn? Ne? Bin ich in der SH oder bin ich in der Bash oder in der Dash oder wie auch immer? Das funktioniert dann nämlich nicht. Ne? Ja, also Test.sh starten und dann gibt er nämlich den Pfad zurück. Ne? Das ist ähnlich wie bei der Programmierung den Pfad. Also dieses Echo 0 in einem Skript, ne? Das mit dem Shebang, also diesen Überschrift, diesen auskommentierten Pfad, statt wird, bringt mir Echo 0 so auch. Nix, ne? Wie wäre es denn mit SH, ne? Und dann Test.sh. Ne? Bringt auch nichts. Ne? Ja? Sagt mir also auch nicht, dass es mit dem Programm SH gestartet worden ist, sondern einfach nur der Pfad. Also das einfach Echo 0 ist auch nicht so klug. Gut, clear.
Ist also nicht ganz so einfach. Ne? Es gibt also mehrere Shells und man kann auch die Shell ändern, rate ich aber dringend von ab. Aber der Befehl chsh könnte uns vielleicht einiges sagen. Also das breche ich mal ab. Ich change nicht die Shell. Ich gucke mir lieber die Manpage von Change Shell an. Da wäre so einige Frage wahrscheinlich beantwortet worden. Ne? Ändert die Anmelde-Shell. Man könnte jetzt in eine Versuchung geraten, anstelle von Bash eine andere Shell zu nehmen, weil die Bash im Moment so seine Problemchen hat oder beziehungsweise hatte. Hier finden wir dann interessante Sachen. Zum Beispiel schauen wir mal in die etc. Shells rein und etc. passwd. Was wir da noch finden, gehen wir da mal wieder raus mit qwiquit. So, clear. Wir zeigen uns mal an cut etc shells, was wir überhaupt für zulässige Login Shells hätten. Wir hatten zum Beispiel binsh, bin-dash, bin-bash und bin-r-bash. Was haben wir da? Eigentlich ist das hier POSIX kompatibel, also Unix kompatibel. Dass ein Unix-kompatibles System gefälligst in Binaries sh das Programm sh zu haben hat. Ne? Hier unter Linux Mint bzw. Ubuntu ist dem aber nicht so. Ne? Denn dieses Programm sh haben wir nämlich gar nicht. Das ist nämlich nur ein symbolischer Link auf das Programm dash. Dash, ja, das ist ein bisschen schneller als die Bash und deshalb hat man sh durch dash ersetzt. Ist aber nicht dasselbe wie die Bash. Und rbash ist eine eingeschränkte Bash, die zum Beispiel nicht zulässt, dass man den Pfad wechselt. Wir gehen jetzt mal mit cd. Das kann jetzt schon ein bisschen dauern. cd bin in die Binaries mal rein. Und ls-l und schauen uns mal sh an. Wir haben nämlich überhaupt kein Programm sh. Ne? Also dieses Programm sh, also Shell, ne, POSIX-kompatibel, ist nämlich umgeleitet auf die Dash. Und die Dash ist nicht die Bash. Ne? Warum haben wir zwei verschiedene Shells dann? Ne? Sh haben wir im Prinzip genommen gar nicht. Da haben wir nur einen symbolischen Link, damit wir kompatibel sind. Die Dash ist dafür da, dass die Shell-Skripte, die definitiv im Shebang, so wie ich bei der Testdatei gemacht habe, die sh aufrufen, dass die schneller hochstarten. Ne? Ja, das ist so ein bisschen optimiert, getuned, ja. Ist dann auch POSIX-kompatibel, die Bash ist nicht unbedingt so POSIX. Kann noch mehr, kann aber auch, ja, gut. Es kommt immer drauf an. Deshalb gibt es cd nano. Der wird noch schwieriger. Pass auf. So, also hier oben, das komische blaue Ding hier ist die Shebang oder der Shebang, also was heißt das? She ist das Ding, die Raute. Ne? Und Bang ist Ausrufezeichen. So, und das ist jetzt quasi die, ja, für das Kernel, ne? Für, ganz wichtig, für das Kernel, der Hinweis, bitteschön, dieses Skript nicht mit der Shell starten, die das Skript gestartet hat, sondern nimm definitiv binsh. Oder bin-dash könnte ich schreiben. Ja. Oder bin-bash könnte ich schreiben, oder bin-r-bash könnte ich schreiben. Das ist eine Restricted-Bash, die nur bestimmte Dinge zulässt. Also, was soll das ganze Bash? So, könnten wir jetzt zum Beispiel mal sagen, bash unterstrich Version, und das Ganze noch mit einem Dollarzeichen versehen. Ne? Also hier würde ich jetzt zum Beispiel sagen, ich schreibe ein Skript, das ruft definitiv die Bash auf und zeigt mir die Bash-Version an. Steuerung X. Und zwar egal, ob ich es von der Shell, Dash oder wie auch immer starte. Ich nehme mal sh und starte test.sh und sehe die Bash-Version. Trotzdem, obwohl ich sh gestartet habe, ne? Ja, gut, kann man machen. Oder ich gehe hier raus, exit. Ich bin halt in der Bash und sage echo dollar. Dollarzeichen bash unterstrich Version. Ja, da sehe ich auch, ich bin in der Bash. Ne? Denn nur die Bash hat
dieses Kommando, das unter der Bash funktioniert, zeigt mir die Bash-Version an. Es sei denn, ich mache es wie hier oben, ich schreibe mir ein Skript, das definitiv Bash aufruft, egal von welcher Shell gestartet, zeigt es mir auch an. Gehe ich aber zum Beispiel auf die Dash oder die SH und mache Echo, tada, Bash-Version, dann passiert nämlich gar nichts. Daran könnte ich zum Beispiel sehen, dass ich gar nicht in der Bash bin, denn die Bash-Version, dieses Kommando, ist ein Kommando, das nur die Bash hat. Ne? Zum Beispiel auch Echo, ich bin hier in der Dash, ne? Die kann was nicht. Ne? Die kann halt nicht, was die Bash kann. Ne? Random, ne? Das kann ich nicht. Ne? Ich komme nichts bei rum. Ne? Exit, die Bash kann halt aber. Echo, Dollar. Random. Ne? Da kommt eine Zufallszahl raus. Ne? Hier dran kann ich sehen, ich bin in der Bash. Sehr schön. Gut. Also wir können unterscheiden, ob wir in der Bash sind oder nicht, denn es gibt eingeschränkte Kommandos, die nur die Bash hat. Zum Beispiel hier oben ist die Manpage von der Bash. Hier ist die Manpage von der Dash. Ne? Die Dash ist bei uns die SH. Da gibt es eingeschränkte Kommandos und die Bash hat ein paar andere, zum Beispiel Coproc. Ne? Ja, einen zweiten, ja, Prozess starten oder zum Beispiel Function. Ganz markant ist übrigens auch Time. Ne? Time reagiert unter der Bash ganz anders, ist ein nicht POSIX-kompatibles Kommando als hier in der Dash, die dann POSIX-kompatibler ist. So, wollen wir uns das mal angucken. Glaubt ihr mir nicht, clear? Also wir sind immer noch in der Frage, bin ich in der Bash oder nicht? Ich bin in der Bash, gebe Time ein, kommt das dabei rum, gebe mal auf die Dash oder ich könnte auch in die SH gehen, gebe Time ein, kommt was anderes bei raus. Gut, und deshalb sollte man auch die Standard-Shell nicht ändern. Je nachdem, welches Skript wie geschrieben ist und einfach davon ausgeht, dass es mit der Bash oder mit der Dash oder mit SH gestartet wird und der Shebang nicht richtig stimmt, dann könnte das ganze System nicht gescheit hochfahren. Ja? Sieht man zum Beispiel dann, ne? Exit. Ne? Hier nochmal zum Beweis, SH. SH, das gleiche Ding. Ja, könnte ich auch mal Coproc eingeben. Aber nicht, ne? Exit. So, was macht der hier? Die Bash hat Coproc. So, kommt was anderes bei raus. Ne? Kommt was anderes raus. Ja, okay. Wir haben also gemerkt, oder Function. Function. Ja, kommt was anderes raus, wie wenn ich in der SH bin und da Function eingebe. Ne? Gut. Exit. Also es gibt verschiedene Shells, die sind nicht ganz gleich. Ne? Die sind zwar alle irgendwie kompatibel und wenn man Glück hat, funktioniert jedes Kommando unter jeder Shell, ist aber nicht so. Ja, CD. ET. Ne, gehen wir mal auf Bin und zeigen uns mal an ls-lsh. Bei uns hier unter Linux Mint ist das Kommando sh, das Programm Binaries sh, nämlich mit einem symbolischen Link umgeswitcht auf die Dash. Ne? Sh haben wir eigentlich gar nicht. Ne? Die haben sich für die Dash entschieden. Immer dann, wenn in einem Skript. Ja, wenn in einem Skript. Ja, gehen wir mal zurück. Wenn in einem Skript so ist, nano-test.sh. Das hier drin steht in der Shebang, ne, in diesem startkleinen Kommentar. Woran sich eigentlich nur der Kernel stört. Ne? Gut, der Kernel sieht das Ding hier, weiß, aha, dieses Ding soll jetzt mit der SH, ne, also mit dem Programm, was unter bin-sh verknüpft ist, gestartet werden. Hier in dem Fall der Dash. Dann nimmt die Dash und nicht die Bash. Ne? Also nur, wenn man so ein Skript schreibt. Und das da oben so kommentiert ist, ne? Und SH nicht die Standard-Shell ist, ja, dann wird das hier so benutzt. Ne? Dann wird die Shell benutzt, in dem Fall die Dash, und der entsprechende Befehl ausgeführt. Time zum Beispiel, Steuerung.
Seid ihr verwirrt? Ja, sehr schön. Das ist der Zweck dieses Videos. Also, wir wollen jetzt mal gucken. Was haben wir denn? Wir haben also die Bash gestartet. Starten die test.sh. So, unser Kernel wird auf diese Datei treffen, test.sh. Oben in der Schiebank, in der Kopfzeile steht drin, dass das Programm sh benutzt werden soll, was aber weitergeleitet ist auf die Dash, und die Dash hat das andere Time-Kommando wie die Bash, und daher kommt ja nicht dasselbe raus, als hätte ich das mit Bash gestartet, das Time-Kommando. Na? Gut, einfach, da habe ich nur Time geschrieben. Das ist jetzt eigentlich ein kleiner Fehler, den wollen wir jetzt schnell mal beheben oder so. Echo Time. Ich müsste jetzt eigentlich nur Time schreiben. Na? Echo Time gibt nur einen Text-Time. Also blöd, jetzt muss ich das Video nochmal. Nee, lass mal so. Ihr versteht schon, was ich nicht meine. So, gut, hieran sehen wir, dass tatsächlich die Dash benutzt worden ist. Denn hätte ich das Time-Kommando von der Bash benutzt, wäre das dabei rausgekommen. Ja. Na? Gut, Datei-Test-SH wurde mit einem Shebang, ne, dazu gezwungen, tatsächlich die Verknüpfung bin-SH zu benutzen, die auf die Dash zeigt. Und die gibt ein anderes Time aus als die Bash. Ne? Steinx, ne? Ne? Das wäre jetzt genauso, als hätte ich gesagt, Dash nehmen und Team ausgeben. So, Exit. Ne? Kommt also was anderes raus als Bash nehmen und Team ausführen. Dieses. Daran kann man hier zum Beispiel ein bisschen unterscheiden. So, was war jetzt mit dieser Passwortdatei? Die könnten wir uns auch nochmal gucken. Cut. ITC PassWD. So, damit ich da nicht ganz zeige hier im Video, könnten wir mit grep noch ausfiltern. Meinen Benutzernamen. Und schauen mal, was da noch so drin steht. Da steht nämlich auch noch der Pfad drin, binbash. Also einem bestimmten Benutzer kann ich auch noch eine bestimmte Shell zuordnen. Hatten wir gesehen in der Man-Page von Change Shell. So. Und eins haben wir dann noch drin. Ne? Also etc. PassWD hatten wir, die Shells hatten wir. Schauen wir uns gleich nochmal an, welche das waren. Und etc. Login-Devs hatten wir uns noch nicht angeschaut. Da gibt es nämlich auch noch was. Was gibt es denn da drin? Cut etc. Login. In Devs. So, jetzt scrollen wir mal ein bisschen nach oben. Da sehen wir nämlich dann noch, was sehen wir da? Es gibt hier auskommentiert, also nicht aktiv, noch eine Fake Shell, eine falsche Shell. Ne? Die kann man auch noch benutzen, ne? Sofern ihr euer Programm, das ihr Fake Shell nennt, und diese Raute vorne wegnehmt, könnt ihr noch eine falsche Shell vorschalten in anstelle der echten Shell, ne? Zu loggen zum Beispiel, ne? Ja, das Passwort aufzuzeichnen und nach Timbuktu zu schicken oder ein Werbebanner anzuzeigen. Gut, das wäre eine Vollständigkeit, sehr schön, ja, super Funktion, finde ich klasse. Nein, gut, wer in bin reinschreiben kann, da gehen wir jetzt mal rein, cd bin, der braucht keine Passworte mehr, cd bin, natürlich mit Schrägstrich, clear. Das ist uns crystal clear. So, der da reinschreiben kann, der braucht keine Passworte mehr. Der hat eh schon Root-Rechte erreicht oder Sudo-Rechte. Gut, schauen wir nochmal an, welche Shells haben wir denn in bin drin. ls-l Sternchen sh. Und wir sehen die Bash. Die wollten wir wissen, ob wir die haben oder nicht. Kommt eben darauf an, welche Kommandos ihr eingibt, kann man dann sehen oder rauskriegen, wenn man die Unterschiede der anderen Shells kennt, ob die POSIX kompatibel sind oder nicht. Entweder in den Man-Pages nachschauen oder einfach mal probieren. Hier hätten wir zum Beispiel auch noch rbash, ne, die eingeschränkte Bash, die zum Beispiel einen Wechsel des Verzeichnisses verhindert. SH, die Shell, Standard Shell, POSIX Unix kompatibel, ist umgeleitet auf die Dash, die dafür sorgt, dass ein Skript schneller ausgeführt wird, sofern SH
oben drin steht, ne, oben drin steht in dem Text von, ja, schauen wir nochmal, cut home the RecRunner test sh. Wenn das hier also oben drin steht, ne, dann wird dieses Skript schnell ausgeführt, weil Dash ausgeführt wird anstelle von Bash. Gut, dann gibt es noch Static SH, ne? Da wird Busybox ausgeführt, weil das ist irgendwie, das ist auch wieder so eine Art Shell, ist aber keine Shell, das ist eigentlich ein Programm, das auch Standard Linux-Befehl ausführen kann. Busybox, gern gesehen auf Routern und so weiter. Deshalb haben viele Router das Problem nicht mit der Shell, weil sie Busybox benutzen anstelle von der Bash. Ne? Busybox und dahinter das Kommando und schon sieht man den Befehl ls. Gut, woher weiß ich jetzt, dass ich in Busybox bin? Gut, Busybox gibt was anderes aus, als wenn ich normal unter der Bash ls ausgebe. Sieht ein bisschen anders aus. Ne? Ja, kann man zum Beispiel an der Formatierung erkennen oder wenn ich auf sh bin, auf der Shell, mache ls, dann könnte es gegebenenfalls anders formatiert sein. Müsst ihr mal ausprobieren, kriegt man dann raus. Gut, was ist mit dem CD? Ne? Es gibt ja noch die eingeschränkte Bash, R-Bash. Die eingeschränkte Bash ist eigentlich umgeleitet auf Bash, deshalb sieht man hier nichts. Also wenn ich jetzt hier versuche mal mit CD ins Wurzelverzeichnis zu kommen, da steht da, ist gesperrt, ist nicht, ne? Gut, ne? R-Bash. Eingeschränkte Bash, ne? Gut, ich bin jetzt auf der eingeschränkten Bash und kann nicht mehr wechseln, es sei denn, ich gehe auf eine andere Shell. Ja. Dann kann ich wieder CD ins Wurzelverzeichnis und kann mich da wieder umgucken. Zum Beispiel S, ne? Gut, Exit. Gut. Sehr schön, haben wir also viele schon gelernt. Es gibt verschiedene Shells und die Standard-Shell auszutauschen berechte wohl nichts, sofern man bin-bash immer noch hat. Ne? Ja, gehen wir mal CD. Warum bin? Ich bin nur mehr gesperrt. Ne? Ich muss aus der R-Bash raus. Ne? Jetzt bin ich in der richtigen Bash. CD bin, ne? Obwohl man das gar nicht so sieht, sollte man wahrscheinlich. LS Stern SH. Nun, sofern das Programm Bash noch vorhanden ist, nützt mir Change SH gar nichts. Ne? Also die Standard Shell, die beim Locking aktiv ist, auszutauschen, nützt mir nichts. Sofern das Programm noch überhaupt auf der Platte ist, ne? Sofern Bash noch da ist. Wer jetzt meint, er könnte sein Web, Interface, seine Webseite, die er vielleicht auf dem PC betreibt und seinen PC im Internet öffentlich geschaltet hat, dann sicherer machen, ne? Indem er dann einfach die Standard-Shell austauscht, das wird er wohl nichts. Ne? Weil halt die Skripte dann gegebenenfalls noch definitiv, obwohl die Standard-Shell, die Login-Shell auf irgendwas anderes steht, immer noch auf Bash zeigen. Ne? Bash zeigen. Ne? Versteht ihr, was ich meine? Ne? Also cut test sh. Sofern es also noch Skripte auf dem Rechner gibt, die anstelle von sh, jetzt machen wir jetzt mal nano test.sh, definitiv hier im Skript immer noch auf bin bash zeigen und bash immer noch da ist, Steuerung, dann wird natürlich auch noch Steuerung X beenden, dann wird natürlich auch die bash immer noch aufgerufen, obwohl die Standard Shell schon eine ganz andere ist. Das macht dann euren Webserver nicht sicherer. Also wenn, dann müsst ihr bash ganz runter, ne? Ganz runter. Sonst rufen die Skripte nämlich Bash doch auf, sofern es noch auf der Platte ist in bin Bash. So, jetzt haben wir aber also ziemlich alles durcheinander gebracht. Ne? Also, es gibt verschiedenste Shells. Die Standard-Shell austauschen ist vielleicht ganz nett, falls ihr jetzt hier im Terminal lieber mit einer POSIX-kompatiblen Dash arbeitet, mag das gut sein. Aber es gibt auch noch andere Shells, aber um den Rechner sicher zu machen, bringt das erstmal so nichts, ne? Sofern die Bash noch da ist. Weil die Skripte, ne? Unser Kernel erkennt im obersten Text der Skripte, dass die Bash referenziert ist und benutzt die dann, wenn die explizit ausgewiesen ist. Gut, exit. Gut, aber wir können erkennen, ob wir in der Bash sind. Echo $0.
Und wir wissen, wir sind in der Bash und das, da wollten wir hin. Da wollten wir hin. Gut, was wollen wir machen, wenn wir trotzdem das alles sicher haben? Wie gesagt, Bash musste entweder runter, dann funktioniert aber vielleicht der Bootvorgang nicht mehr richtig. Oder wir haben ja gelernt, dass die verschiedensten Shells unterschiedliche kleine Unterschiede haben. Und falls einige Skripte zwingend benötigt werden, könnte der Rechner vielleicht gar nicht mehr hochstarten. Dann lieber eine Linux-Distro wie zum Beispiel FreeBSD benutzen, was ja eine Unterart ist, wo dann vielleicht überhaupt nie Bash drauf war, oder eine andere Linux-Distro, die gar nicht Bash benutzt. Ne? BSD benutzt, glaube ich, Buzzybox oder andere Shells oder wie auch immer, oder die Standard-Shell SH, und die haben das Problem nicht, dass im Moment Bash hat. Ne? Gut, Bash. Bash ist nicht gleich Bash und Shell ist nicht gleich Shell. Wir haben gelernt, es gibt verschiedenste Shells, es gibt viele, die gleichzeitig bei uns installiert sind, im Ordner bin zu finden. Und sofern die Bash noch da ist, ist das Sicherheitsproblem, das wir momentan haben, nicht gelöst, indem man die Login-Shell mit Change-SH ändert. Gut, CSH, Mann CSH, ne? Mann-Page-Change. Shell. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Lasse die Finger von diesem Befehl. Vergnüge mich weiter mit der Bash und hoffe auf Updates. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.